Wendy, warte. Ich will anfangen. Maiskörner? Oh, no. What? Oh, wie witzig. Ich habe nicht vor, mir die Zähne zu brechen. Hast du jetzt davon? Vielleicht ist es einen Versuch wert? Oh, das hätte ich besser nicht getan. Jetzt bin ich dran. Oh, Schokomais. Das war die Erwartung wert. Ich will sofort und gleich alles. Und nicht körnchenweise. Das ist nicht fair. Na warte, ich werde Gerechtigkeit wiederherstellen. In nur wenigen Sekunden. Pass mal auf. Mary, was hast du angerichtet? Ich habe uns Popcorn gemacht. Oh, das war ja voll cool. Ich wusste, was ich tue. Ich dachte schon, dass wir ganz ohne Essen bleiben. Schoko-Chili? Wie toll! Heißt das etwa, ich krieg eine richtige Chili? Mary, reiß dich zusammen. Ich weiß, was dir helfen kann. Dieses Eis wirst du gebrauchen, wenn du deine Schote probieren wirst. Ich habe aber trotzdem Angst. Oh nein, ich brauche Eis. Go. Oh, das hat tatsächlich geholfen. Vielen Dank. Freut mich. Aber deine Schminke ist ein bisschen verwischt. Naja, das Wichtigste, dass ich jetzt meine Schokolade probiere. Ich kann gar nicht zusehen. Oh, das war lecker. Vielleicht gefällt dir auch meine Chili. Wendy, das hättest du ja ganz vergessen. Genau, vielen Dank. Wie konnte ich dich nur übersehen? Ah, das brennt. Hier hast du Wasser. Gut, dass wir welches dabei hatten. Eine Schoko-Uhr? Sowas hast du noch nie gesehen. Ja, die sieht cool aus. Aber meine schmeckt gar nicht. Oh. Ja, weil sie aus Plastik ist. Ich hingegen habe Schokolade. Geizhals. Wenn es um was Süßes geht, ist Freundschaft schnell vergessen. Schau mal, so viel Schokolade. Das macht mich ganz verrückt. Menno, ich will aber auch was. Wenn ich nur die Zeit zurückdrehen könnte. Es hat geklappt. Kann ja nicht wahr sein. Oh, man. Danke, Mary. Gib mir bitte ein Stück. Ich hab doch gesagt, nein. Mein Herz wird gleich stehen bleiben. Und mir platzt gleich der Magen. Ich bin so voll. Gib mir deine Uhr. Voll gar nicht. Gib das her. Wendy, was hast du angerichtet? Oh, wir sind alt geworden. Oh,
Hurra, wir konnten alles wieder zurückspulen. Dieser Kaktus gefällt mir so gar nicht. Meiner ist ganz okay. Ich habe mal wieder Pech gehabt. Ich versuche das wieder gut zu machen. Zeit, ein bisschen die Spitzen zu kürzen. Gute Idee. Und jetzt probieren wir mal. Oh, wie bitter. Ups, der Schnitt hat wohl nicht geholfen. Ich muss dringend was trinken. Sorry, ich habe keine Zeit, nach Wasser zu suchen. Ich habe was Besseres zu tun. Eine Gießkanne. Da muss sicher Wasser drin sein. Aber das habe ich gebraucht, um meinen Kaktus großzuziehen. Okay, ich nehme mir eine größere Gießkanne. Sie ist weg. Schon wieder du. Okay. Na gut, ich habe noch eine dritte Variante. Passt mir gut. Oh nein, die gebe ich dir sicher nicht. Wow, was passiert hier? Ich hab's geschafft, einen Schokokaktus großzuziehen. Der ist voll lecker. Gib mir doch wenigstens ein Stückchen. Okay, bitte sehr. Well, thank you very much. Ein riesiger, saftiger Burger. Ist das nicht ein Traum? Mein Schokoburger finde ich viel cooler. Hallo. Jetzt lass uns nicht streiten, sondern besser unsere Portionen probieren. So viel Belag. Gefällt mir total. Hey, lass mir doch was übrig. Oh, no. Wieso musst du mich ständig ablenken? Sorry, mache ich nie wieder. Hoffentlich kommst auch du mir nicht dazwischen. Ich bereite was ganz Besonderes vor. Einen süßen Burger. Ein Meisterwerk. Ich muss ihn probieren. Ups, Mary, dein Hut ist weggeflogen. Ich sehe ihn nicht. Mein Burger ist auch verschwunden. Oh, no. Wendy, du steckst schon wieder dahinter. Diesmal fange aber ich an. Ein Frosch. Aber Gott sei Dank ist der nicht echt. Der ist aus Schokolade. Das heißt also, dass ich einen echten Frosch unterm Deckel habe? Oh, ist der eklig? Tut mir leid, aber den wirst du lecken müssen. Er sitzt auf mir. Hilfe! Das ist nichts für schwache Nerven. Pew. Oh, das ist ein Prinz. Du hast den Zauber gebrochen. Von nun an werden wir zusammen sein. Wendy, was willst du mit diesem ekligen Typen anfangen? Ich weiß, was dir helfen kann. Ich brauche eine fette Fliege. Futter? Ich muss es fangen. Es hat funktioniert. Was für ein riesiges Ei. Sieht nicht schlecht aus. Muss aus Schokolade sein. Mal schauen, was drin ist. Ein kleiner süßer Drachen. Ist ja voll sympathisch.
Aber die Schokolade gefällt mir viel mehr. Oh. Sorry, das gehört mir. Cookie! Macht nichts, ich gönn mir was Besonderes. Oh. Ist das etwa ein rohes Ei? Wie konnte mir das nur passieren? Mein Drachen und ich, wir könnten dir helfen. Danke, das war voll nett von euch. Ich muss das dringend probieren. Lecker. Ich liebe Cola und ganz besonders mit Schokolade. Schoko-Cola, richtig cool. Aber ich habe auch Glück gehabt. Ich habe eine Flasche Hubba-Bubba-Kaugummi. Ha, wir haben beide Glück gehabt. Ich will aber anfangen. Lass uns mal herausfinden, was das ist. Ein Kaugummi in der Flasche. Aber wie bekomme ich ihn da raus? Ich glaube, es hat funktioniert. Wow. Sieh mal, wie cool das aussieht. Lecker rosa Kaugummi. Sieht wirklich lecker aus. Ich bin bereit, den Rekord für die größte Kaugummiblase zu brechen. Ha, fast geschafft. Ich kann nicht mehr länger warten. Ich will alles auf einmal kauen. Ich bin mir sicher, ich werde es schaffen. Boah, das ist großartig. Wow. Na, ich versuch's noch einmal. Wow. Diesmal war es noch besser, nicht wahr? Aber beim dritten Mal werde ich definitiv mich selber übertreffen. Das war ein echter neuer Rekord. Ich hab's langsam satt, Hubba-Bubba zu kauen. Wie auch immer. Bella, jetzt bist du dran. Probier deine Schoko-Cola. Ich bin wirklich neugierig, wie die schmeckt. Ich hoffe, die ist auch schön schokoladig. Wow, das ist ja eine Schokoflasche. Und was ist da wohl drin? Oh, was für eine coole Überraschung. Vielleicht willst du ja diese tolle Überraschung mit deiner besten Freundin teilen? Auf keinen Fall. Diese Süßigkeiten gehören mir. Aber du kannst ein bisschen Schokolade haben. Oh, danke. Wie lecker. Nein, das ist genug. Du kriegst nur ein bisschen was. Hier, das Etikett. Hi, jetzt siehst du selber aus wie eine Flasche Cola. Ich habe nicht vor, mit dir zu teilen. Jetzt werde ich so langsam und schön die Schokolade genießen. Ja, ich habe ja noch diese Bonbons. Ich könnte die nach Farben sortieren. Das nennt man Perfektionismus. Mann, das hat sie sich voll gut überlegt. Und jetzt kann ich das aufessen. Los geht's. Ich liebe es. Oh Mann, ich hätte auch gerne was davon. Gott, du bist ein echter Geizhals. Sei nicht so. Du bist doch meine Freundin. Hier kriegst du was von der Schokolade. Oh, danke schön. Wow, eine ganze Schachtel mit meinen Lieblings-KitKats. Und ich habe auch eine Schachtel. Das sind keine KitKats, das sind meine Lieblings-Chupa-Chups-Kaugummis. Bella, ich kann nicht mehr länger warten. Ich will anfangen. Oh, ich liebe diese Kaugummis, seit ich ein Kind bin. Es hat sich nichts geändert. Die sind immer noch schön lecker und saftig. Nein, Glück ist eine Menge KitKat. Worauf warte ich noch? Es ist an der Zeit, dass ich auch den Genuss dieses unglaublichen Geschmacks bekomme. Ich liebe es. Ich habe eine richtig verrückte, aber tolle Idee. Yeah. Denkst du wirklich?
wirklich, du kannst einfach deine Kaugummis auf meine Schokolade legen? Auf keinen Fall. Ich habe doch gar nicht daran gedacht, zu konkurrieren. Ich wollte bloß einen Turm bauen. Aber wenn du willst, ich werde eh gewinnen. Das werden wir noch sehen. Die Pralinen werden höher sein. Nein, die Kaugummis. Nein, die Schokoriegel. Nein, die Kaugummis, das habe ich doch gesagt. Wann gibst du endlich auf? Ich habe nicht vor, aufzugeben. Das bedeutet Krieg. Okay, dann soll es eben Krieg sein. Nein, meine Schokoriegel, meine Kaugummis. Ey! Oh, nee. Oh, das war so richtig cool. Jetzt hat jeder von uns sowohl Schokolade als auch Kaugummis. Ich probiere mal deine Schokolade. Voll lecker. Oh, deine Kaugummis aber auch. Wow, was für eine riesige Packung. Oh, ich stimme dir zu. Ich habe noch nie Schokokaugummi gesehen. Hä? Was ist denn hier los? Soll das ein Wettkampf sein? Aha, wir machen wohl einen Kaugummiblasenwettbewerb. Je mehr Kaugummi, desto größer wird die Blase. Und wenn ich alles auf einmal kaue, dann hast du keine Chance gegen mich. Es kann losgehen. Hm, voll cool. Gefällt mir. Von wegen, ich habe keine Chance gegen dich. Du wirst niemals eine größere Kaugummiblase machen als ich. Oh, wow, ist ja gigantisch. Fangen wir mal an. Oh ja, ich bin mir sicher, mein Kaugummi schmeckt viel besser als deiner. Ich bin fast fertig. Ich aber auch. Ich bin bereit. Ich auch. Ich war längst bereit. Ich habe nur auf dich gewartet. Meine Blase wird größer. Nein, meine Blase wird größer. Du bist voller Schokoladenkaugummi. Ja, und das ist nicht gerade angenehm. Sieh dich mal an. Hier, nimm das hier. Das gehört dir. Wie geht? Wow, ich habe ganze 5 Kaugummis in Tuben. Und ich habe 4 Schokoladenshakes. Voll cool. Lass mich die Erste sein. Ich bin total von den Aromen fasziniert. Ich werde mit dem Twix beginnen. Hä? Wie soll ich das trinken? Wieso kommt da nicht? Ist das eine defekte Flasche? Ach so, ich muss sie öffnen. Richtig lecker. Aber nicht genug. Ich will den Rest noch trinken. Schön, dass mich niemand davon abhält. Na, jetzt können wir mal anfangen. Oh, ich liebe es. Ich glaube, ich habe gerade den leckersten Cocktail der Welt erfunden. Wow, fantastisch. Komm, werd schnell fertig. Oh ja, jetzt muss ich aber mein Gesicht reinigen. Kate, es ist an der Zeit, dass du auch deinen Kaugummi probierst. Einverstanden? Ich erwarte, dass das einfach unrealistisch toll sein wird. Aber wieso sollte ich die einzeln probieren? Ich kann die doch alle gleichzeitig auspressen. Na los! Ich hatte keine Ahnung, dass das so lecker ist. Irgendetwas sagt mir, dass ich dabei bin, den Rekord wiederzubrechen. Sah ganz schön gut aus.
natürlich. Schau mal, wie viel Kaugummi ich noch übrig habe. Das ist alles auf meinem Gesicht und auf meinen Fingern. Ich habe mich verheddert. Wie geht, als wäre Spider-Man hier gewesen. Mach, dass du wegkommst, blöder Kaugummi. Ich hab's satt. Und ich dachte, Kaugummi wäre cool. Stellt sich heraus, dass selbst das langweilig sein kann. Wo sind unsere Torten? Da sind sie ja. Die Creme ist der Hammer. Aber wir dürfen sie nicht essen. Ah, das sind noch Zutaten. Alles klar. Ich fange an. Oh, M&M's gefällt mir. Oh. Awesome. Schau mal, wie bunt das wird. Du hast ja eine echte Regenbogentorte. Schmeckt auch schön nach Regenbogen. Oh mein Gott! Ich will meine auch probieren. It's my turn. Oh nein, bloß keine Chili. Ich brenne. Oh, come on. Du hast keine Wahl. Leg das Ding in den Mund. Ich kann es nicht mal anfassen. Oh no! Oh man! Bella, ich hab Angst. Boah, ist das heiß! Ruf die Feuerwehr! Was hast du angestellt? Hättest du nicht in die andere Richtung atmen können? Oh no! Das kannst du jetzt haben. Das war doch aus Versehen. Wenn du keine Ruhe gibst, dann nimm das. Are you nicht so schnell, lass uns erstmal abzählen. Ich sehe, du bist durcheinander gekommen. Ich fang an. Oh nein, das ist Stinkekäse. Oh, das stinkt ja tatsächlich. Mein Beileid. Hoffentlich wird mich die Maske retten. Jetzt muss ich das probieren. Ups, das passt nicht in den Mund. Du musst da was abnehmen. Aber ich wollte das doch nicht machen. Oh, wie eklig. Ich muss gleich kotzen. Oh. Na, endlich bin ich dran. Oreos, hurra. Das alles ist für mich. Das sind alles Mini-Kekse. So klein und so süß. Probieren wir mal. Oh, herrlich. Oh. What? Willst du mir was abgeben? Fang. Was fällt dir ein? Na, warte. Here we go. Oh nein, ich falle. Ich glaube, die Torte wirst du nicht mehr gebrauchen. Ich nehme sie mir dann. Betty, fang du an. Gerne doch. Eine Karotte, wie cool. Ich liebe Karotten. Oh, wie süß. Du erinnerst mich an jemanden. Okay. Wobei, wie auch immer. Die letzten Details und es kann losgehen. Das ist übrigens voll praktisch. Ich kann die Torte an der Karotte festhalten. Was ist
los? Hey! Oh, Betty, bist du süß? Komm her, lass dich knuddeln. Oh, komm, wir drehen das Rad gemeinsam. Oh, no. Oh nee, Brokkoli. Oh. Willst du das Ding vielleicht? Bitte sehr, kannst du haben. Oh. Well done. Gut gemacht. Und jetzt wieder zurück an deinen Platz. Hä? Wieso habe ich Brokkoli im Mund? Ach, egal. Hauptsache, ich habe noch meine Torte. Was für eine Portion. Aha. Hoffentlich kriege ich was Schönes. Oh, no. Essiggurken? Wie konnte das passieren? Betty, da lässt sich nichts machen. Aber die stinken total. Ich befürchte, dass der Geschmack dir auch nicht gefallen wird. Ich will gar nicht wissen, was daraus geworden ist. Bella, wünsch mir Glück. Hier, du musst dringend was trinken. Okay. Wieso musste das Salzsohle sein? Oh. Sorry, ich habe keine Zeit. Ich muss Bonbons auf meine Torte packen. Ich will auch solche. Ich habe was Besseres vor. Aha. Lass uns mit den Dingern nach der Torte werfen. Schaffst du das? Klingt gut. Lass uns anfangen. Oh, man. Oh, mir gefällt das Spiel. Treffer. Das machst du aber gut. Schau, so geht das. Ich treffe einfach nicht. Das regt mich auf. Ich glaube, der Sieger ist offensichtlich. Ich bin es. Oh, no. Das heißt, die Torte gehört auch mir. Wie weich. Menno, mir ist nichts geblieben. Die perfekte Torte. Nicht so schnell. Erstmal das Rad drehen. Ferrero Rocher. Wie toll. Tada. Da hast du aber Glück gehabt. Das Goldpapier kann ich auch benutzen. Das bringt etwas Glanz in meine Torte. Oh, das sieht aber schön aus. Jetzt sind meine Hände voller Gold. Aber das wird mich natürlich nicht stoppen. Ich mach weiter. Oh mein Gott! Und jetzt probieren. Oh, ich kann nicht länger zuschauen. My turn. Fischkonserven? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Tada. Ich hasse Sardinen. Oh mein Gott, die stinken vielleicht. Hey, you. Die Nase halte ich mir zu. Dem muss ich schnellstens ein Ende setzen. Wie soll ich das nur in den Mund packen?
Ich glaube, ich habe mich vergiftet. Ich auch. Das sieht wie immer perfekt aus. Probieren wir das noch schöner zu machen. Was ist das denn? Seltsam. Lass es uns herausfinden. Boah, wie sauer. Gib mal kurz her. Schau mal, was das ist. Solange sie wegschaut, sprühe ich die Torte zu. Bella, was hast du angerichtet? Na gut, ich weiß, was ich dagegen tun kann. Yes! Die obere Schicht nehme ich einfach ab. Oh. Das war's auch schon. Probieren wir mal. Lecker Schmecker. Das hast du dir aber gut überlegt. Mal sehen, was ich kriege. Okay. Interessant, sieht gut aus. Oh. What's happening? Das müssen kleine Gummibärchen sein. Die müssten gut zu meiner Torte passen. Awesome! Ich leg gleich alles drauf. Yeah, ein echtes Meisterwerk. Ups, mir ist was im Mund stecken geblieben. Jetzt spuck mich doch nicht an. Sorry, das war aus Versehen. Ist mir egal, ich werde zurückschlagen. Was sagst du dazu? Das ist die schönste Torte, die ich je gesehen habe. Lass uns die noch mit was Schönem schmücken. Goldbeeren, nicht schlecht. Awesome! Schau mal, sind die nicht hübsch? It's my turn. Ich bin mir sicher, ich krieg auch was Schönes. Oh, Glotzer. Jackpot. Das Rad brauchen wir nicht mehr. Oh, forget it. Ich habe mir was überlegt. Willst du unsere Torte abfackeln? What the? Natürlich nicht. Ich will nur einen Zuckerguss zubereiten. Der kommt jetzt über unsere Torte. Das sieht ja cool aus. Du bist ein Genie. Ich will auch was Cooles machen. Das Auge solltest du nicht draufsetzen. Wieso? Sieht doch toll aus. Außerdem, der Geschmack ist doch eh das Wichtigste. Da hast du recht. Ich hoffe, uns erwartet was Leckeres. Lasst uns herausfinden. Oh nein, ich hasse solchen Stinkekäse. Ich hab dasselbe. Hey, you! Was für ein Fail. Mein Käse stinkt aber nicht. Meiner aber schon. Meine Güte. Ich glaube, ich muss gleich kotzen. Mir geht's besser. Und ich? Wie soll ich bitte schön atmen? Vergiss es, das ist meine Klammer. So kann ich meine Schokolade bestens genießen. Ich bin mir sicher, die muss genauso gut schmecken, wie sie riecht. Herrlich. Hey, you! Kannst du mir vielleicht auch was abgeben? Bitte? Na, gerne doch. Doch nicht. Ausgetrickst. Mann, das ist so gemein. Gar nicht, das war nur ein klassischer Prank. Cool, nicht wahr?
Betty, jetzt bist du dran. Na los, mach schon. Oh nein, ich sterbe doch von dem Geruch. Okay, ich muss bloß die Luft anhalten. Es hilft nicht. Jetzt stinkt mein Mund. Wie schlimm ist das denn? Nein, du musst aber weiter essen. Guten Appetit. Ich kann aber wirklich nicht. Vielleicht kann mir etwas Erdbeersirup helfen. Ich probiere mal. Oh no! Das ist nicht fair. Das macht die Aufgabe doch viel zu einfach. Riecht wirklich nicht mehr so stark. Vielleicht schmeckt es auch besser? Nein, gar nicht. Das hast du verdient. Ich habe die Nase voll von dir. Hey, was treibst du? Ich räche mich. Na, wenigstens was Leckeres. Hoffentlich. Lasst uns herausfinden. Oh mein Gott, das sind Augen. Warte, die sind so groß, die können doch gar nicht echt sein. Eindeutig. Die schmecken auch noch gut. Genau. Mein Auge ist aus Schokolade. Und mega groß. Jess, schau mal. Ich kann nicht mehr länger warten. Ich will es essen. Oh, wie lecker. So viel Schokolade. Klasse. Ich will auch was probieren. Nein, das gehört mir. Aber ich will doch bloß probieren. Na gut, ich habe mein eigenes. Lecker. Aber ich will Schokolade. Wie könnte ich das schaffen? Ach so. Oh Mann, ich falle. So einfach war das. Jetzt kann ich mich an die Schokolade machen. Lecker. Hallöchen. Oh je. Das hättest du lieber nicht getan, Schätzchen. Ich will nicht mehr. Mit mir legst du dich besser nicht an. Das ist mein Auge. Was ist es? Halt, ich will Erste sein. Ein Schuh? Was soll ich damit anfangen? Ich habe selber Schuhe. Vielleicht ist er essbar? Nein, der schmeckt gar nicht. Eklig. Tja, was soll ich da sagen? Bla bla bla. Vielleicht hast du was Schlimmeres. Na, gar nicht. Mein Schuh ist schöner und schmeckt besser. Ich hätte auch gerne so einen. Lecker. Und ein schönes Muster aus Skittles. Hat er auch noch. Gibst du deiner besten Freundin was ab? Nein, lass mich. Ich will doch nur was abbeißen. Ich habe gesagt, geh weg. Ich will doch nur den Absatz. Nein, ich habe gesagt, nein. Geizhals. Bitte. Nein heißt nein. Dann muss ich zu anderen Mitteln greifen. So, jetzt hast du nichts mehr. Wieso tust du das? Oh, auf meinem Schuh ist auch etwas Schokolade geblieben. Schmeckt gut. Mir ist nichts übrig geblieben. Na, vielen Dank. Trommelgewirbel und los geht's. Ein Ball? Ich kann noch nicht einmal Fußball spielen. Ich habe auch einen Ball und der sieht viel interessanter aus. Hm, er ist weich. Wie lecker. Der ist aus Schokolade. Ich will auch so einen. Mit dem kann man sowohl spielen, als ihn auch essen. Ups, ich glaube, ich habe ihn zu hoch geworfen. Er ist zerbrochen. Das heißt, ich kann mir was nehmen? Nein, das kannst du nicht. Er gehört immer noch mir. Schmeckt so gut. Davon kann ich leider nichts abgeben. Was soll ich machen? Ball spielen? Das bringt mich auf eine Idee.
Das war nicht stark genug. Nochmal. Was soll das? Die bemerkt ja gar nichts. Ich hab's. Ich muss nur genug Schwung nehmen. Und das war's. Na endlich. Jetzt gehört die Schokolade mir. Schmeckt tatsächlich. Was war das? Ah, cool. Schokolade. Die gehört mir. Ab unter den Tisch. Ich frag mich, wie es weitergeht. Oh, das ist ein Kätzchen. Schau, wie süß es ist. Goldig und riecht süß. Wie so Schokolade. Wenn deiner Schokolade ist, was hab ich dann wohl? Oh, wie süß, ein echtes Kätzchen. Ist ja niedlich. Darf ich mal? Nein, Finger weg, es gehört mir. Wie auch immer, ich habe meine Schokokatze. Ich habe was Feines für meine Mieze. Katzen lieben Milch. Oh, sie trinkt bereits. Cool. Ach ja, ich mag Milch auch. Und ich könnte etwas für meine Schokolade gebrauchen. Schau, meine Schokomieze trinkt auch Milch. Cool, wie eine echte Katze. Schon, aber es steckt ein anderer Sinn dahinter. So schmeckt sie gleich viel besser. Sieht appetitlich aus. Ich würde auch gern was probieren. Genau, weil das sehr gut schmeckt. Ah, ich könnte es auch als Becher benutzen. Mann, voll cool. Ich habe in dieser Runde nichts zum Naschen. Aber ich kann was anderes machen. So, jetzt habe ich eine königliche Mieze. Klasse. Ich glaube, die dreht durch. Cool. Ich schlage vor, wir fangen mit einer einfachen Sache an. Und zwar mit Nudeln. Ach so, Nudeln. Na, dann fangen wir mal mit diesen Spaghettis hier an. Ich habe noch nie in meinem Leben Spaghetti gekocht. Aber das wird schon irgendwie klappen. Aber hallo? Die passen doch gar nicht in diesen Topf. Ach, ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll. Schau zu. Ich mach die einfach kaputt. Und schon passen die in den Topf. Jetzt schön umrühren. Ach so, das ist ja ganz einfach. Ah, Moment, meine Spaghetti, die sind einfach verbrannt. Ups. Hat er etwa gerade den Topf weggeworfen? Ach, der wird sich ja verlieren. Ich werde eine Bratpfanne benutzen. Da kommt jetzt erstmal Öl und ein paar Tomaten drauf. Oh ja, das riecht schon mal gut. Und jetzt kommen da meine frisch gekochten Spaghettis rein. Genau so wird das gemacht. Ach, was für Blödsinn. Ich brauche einfach mal kurz ein Sieb. Ach, so viel Dampf. Ich sehe gar nichts. Betty, ich hoffe, du hast nichts dagegen, wenn ich deinen Ellbogen benutze. Was erlaubst du dir überhaupt? Weißt du, wie viel dieser Kittel kostet? Ist doch egal, mach einfach schön weiter. Übrigens, meine Nudeln sind fast fertig. Was soll ich denn tun? Ich hab's. Das müssen wir doch nicht so kompliziert machen. Ich brauche einfach einen Wasserkocher und Fertignudeln. Das geht schnell, ist einfach und ist ganz schön lecker. Oh, das sieht voll lustig aus. Für eine originelle Art. Ich gebe etwas geriebenen Käse zu meinen Spaghetti. Das macht mein Gericht schmackhafter. Oh, das sieht doch nicht schön aus. Ein Gericht muss ja schließlich ästhetisch sein.
Käse, Wurst, nichts darf fehlen. Ach, spürt ihr, wie das riecht? Hm, ich glaube, meine Nudeln sind auch fast fertig. Da kommt hier so ein bisschen Ketchup rein. Na, Paige, ich hoffe, das wird dir gefallen. Guten Appetit. Na, endlich. Ich bin so hungrig. Also diese Nudeln sehen irgendwie gar nicht appetitlich aus. Aber ich probiere mal kurz was. Ist ja ekelhaft. Und jetzt werde ich die Nudeln mit meiner Lieblingswurst probieren. Oh ja, das schmeckt doch um einiges besser. Richtig lecker. Und jetzt nehme ich mir das Gericht in der Mitte. Spaghetti mit Käse. Oh ja, was könnte besser sein? Oma, du hast gewonnen. Ja, hab ich's doch gewusst. Loser, ihr zwei. Das ist richtig köstlich. Also in der zweiten Runde möchte ich, dass ihr mir so einen Lebkuchenmann macht. Was? Wie soll ich das machen? Ach, das ist auch ganz einfach. Also, ich habe so gut wie gewonnen. Auf keinen Fall. Aua, das hat wehgetan. Das sollte ich nicht tun. Also, zuerst brauche ich ein Sieb und Mehl. Hier kommt etwas Zimt mit hinzu und etwas Ingwer. Ach, was du nicht sagst. Ich brauche Mehl und ganz viel Zucker. Yeah. Ich glaube, das schaffe ich auch. Also, ich nehme mir Mehl. Oh nein, jetzt habe ich alles im Gesicht. Boah, was für eine Abscheulichkeit. Ja, das ist ganz schön abscheulich. Den Zucker habe ich nicht vergessen, aber ich werde ihn in geschmolzene Butter geben. Dann wird mein Lebkuchenmann schön weich sein. Also in die Mischung kommt jetzt Zucker. Und das alles kommt jetzt ins Mehl rein. Jetzt können wir das alles schön aufschlagen. Ah, die Butter habe ich doch nicht vergessen. Schaut doch mal, diese Stückchen, die sehen richtig appetitlich aus. Jetzt muss das alles gut umgerührt werden. Ach ja, und den Sirup nicht vergessen. Hä? Wie soll ich denn mit dieser Butter überhaupt arbeiten? Die ist ja voll glitschig und schleimig. Und sie ist mir aus den Händen gefallen. Aber okay, zumindest ist sie direkt in die Mischung gefallen. Also mein Teig ist schon fast fertig. Jetzt muss ich ihn mit einem Nudelholz flach machen. Messen wir mal kurz. Die perfekten Maße. Also, ich benutze eine extra Form. Oh, diese Männchen sehen ja schon richtig gut aus. Die kommen jetzt gleich in den Ofen. Oh wow, ihr seid ja schon fast fertig. Wie soll ich die einholen? Ich mache mich jetzt einfach auch an die Form. Ich bin mir sicher, das werde ich hinbekommen. Das ist doch so wie aus Knete was machen. Ich bin mir sicher, mein Männchen wird ganz schön sympathisch sein. Sieht doch schon mal gut aus. Voll eklig. Oh, mein kleines Männchen. Und außerdem kriegst du auch ein kleines Häuschen. Jetzt kommt das alles in den Ofen. Na, wann wird alles fertig sein? Yeah! Ach, schaut euch diese Details an, sind die nicht perfekt?
Oh, ich liebe diese kleinen Männchen. Ich bin mir sicher, mein Männchen wird gewinnen. Ach du meine Güte, wie sieht das denn aus? Also, jetzt mache ich mich an mein Häuschen. Ich brauche genug Zuckerguss dafür. Ins Haus kommen noch wunderschöne Bonbons. Dieses Häuschen soll ja schließlich rundum essbar sein. Ein Tannenbaum darf nicht fehlen. Und dazu noch ein kleiner Schneemann. Allein der Anblick dieses Hauses versetzt mich in Weihnachtsstimmung. Oh, ich liebe diese Bonbons. Die sind so gut. Oh, Moment mal, die sollte ich zum Dekorieren benutzen. Ach du meine Güte, das sieht ja toll aus. Die Chefköchin hat's ja voll drauf. Also, Enkelin, was sagst du dazu? Oh, wow, das sieht ja viel schöner aus, als ich es mir vorgestellt habe. Was ist das denn? Sieht ja gruselig aus. Schmeckt ganz und gar nicht. Weg damit. Oh, diese Männchen sind einfach perfekt. Und die schmecken so gut. Dankeschön, Oma. Na, jetzt machen wir uns ans Lebkuchenhäuschen. Ich fange mit dieser Tür an. Das ist einfach unglaublich gut. Das ist so gut, dass ich einfach nicht genug davon bekomme. Ich muss gleich das ganze Haus aufessen. Und das ist ja alles wirklich essbar. Was könnte besser sein? Und da sind auch noch Bonbons drin. Ich habe aus dem Haus Ruinen gemacht, aber das war es absolut wert. Ach, das war doch klar, dass ich gewinnen würde. Ich hatte genug von Süßigkeiten. Diesmal wünsche ich mir einen Corn Dog. Also damit kann man arbeiten. Na, zumindest weiß ich, wie man Würstchen macht. Meine Würstchen sind von ganz anderer Qualität. Würstchen ekelhaft? Das nenne ich eine gute Wurst. Die muss ich erstmal aufstechen. Und wenn der Stock erstmal in der Wurst drin ist, wälze ich das Würstchen im Öl. Oh Mann, dieses Problem habe ich gar nicht erwartet. Wie soll ich denn die Packung öffnen? Warum geht das nicht? Ach, selbst ein Kleinkind schafft das. Das ist ganz einfach. Ach so, irgendwie ist mir das nicht eingefallen. Oh Mist, bloß nicht das! Ach, was für ein Tollpatsch. Schau zu, Kleiner, ich glaube, von mir kannst du was lernen. Dieses Rezept kenne ich nämlich in- und auswendig. Die Spieße sind bereit. Die Würstchen sind auf den Spießen. Jetzt kommen die in meinen Teig. Und jetzt wird es Zeit, dass wir sie frittieren. Genau dasselbe tue ich jetzt auch, aber eben mit einem großen Würstchen. Und ich muss alle Würstchen erstmal aufheben. Oh, das hat wehgetan. Wo kommen diese Mausefallen überhaupt her? Ich habe noch nie Mäuse hier gesehen. Wobei Käse bringt mich auf eine Idee. Ich muss zwischen die Würstchen einfach ein bisschen Käse packen. Yeah, baby. Yeah, das sieht doch schon mal gut aus. Und jetzt frittieren wir die Dinger. Ah, das spritzt ja total. Ja, und zwar in alle Richtungen. Ach, Angsthasen, das ist doch Öl. Daran ist doch nichts falsch. Mein Corn Dog ist fertig. Jetzt muss ich sie noch schön anrichten. Und zwar könnte ich daraus kleine Bärchen machen.
Och, die sehen ja schon mal richtig süß aus, nicht wahr? Sowas habt ihr noch nie gesehen. Ketchup und Senf nicht vergessen. Das ist das kleine besondere Etwas. Oh, so einen mega großen Corndog habt ihr noch nie gesehen, meine Kleinen. Yeah, meine Käseüberraschung wird alle umhauen. Bisschen Käse darf nicht fehlen. Wir sind fertig. Ja, probier die Dinger. Wow, die sehen alle so verschieden aus. Ich fange mal mit dem Ding hier an. Ich kann es noch nicht immer heben. Das ist ja nichts als Wurst. Die sehen so sympathisch aus, kleine Bärchen. Ich dipp sie kurz in Senf und in Ketchup. Unglaublich. Das ist beides hübsch und lecker. Das sieht nicht besonders hübsch aus, aber... Meine Güte, da ist ja Käse drin. Das ist einfach viel zu gut. Du hast gewonnen. Yeah, hab ich's noch gewusst. Yeah, ich hab auch mal gewonnen. Lecker Schmecker? Einen Moment mal. Die kleine Tina ist fast fertig. Was ist das denn? Aha, sie wünscht sich also einen Lego-Kuchen. Könnt ihr das machen? Ah, Sandy ist absolut begeistert. Sie liebt Lego. Und der Chefkoch benutzt einfach ein paar Lego-Formen. Ja, aber erstmal müssen wir ein paar neugierige Leute aus dem Weg schaffen. Schokolade. Chilischote? Was willst du denn damit? Ich muss die Schokolade schmelzen lassen. Na also, habe ich doch gesagt. Hat geklappt. Jetzt muss ich die Schokolade in die Form gießen. Und außerdem brauche ich jetzt noch ein paar Mentos. Damit kann ich die Schokolade wieder einfrieren. Wow, das hast du alles nur mit deinem Atem geschafft? Unglaublich. Das sind die perfekten Lego-Details. Na, wie geht's den anderen? Ich glaube, die Oma hat keine Ahnung, wie sie die Sache angehen soll. Ich habe einen Lego-Kran zusammengebaut. Und dieser Arbeiter wird mir jetzt dabei helfen. Was ist denn hier los? Oma, mach dir keine Sorgen. Deine Enkelin hat einfach ihre eigene Art, den Kuchen zu dekorieren. Lego gibt einfach mehr Inspiration. Ach, von diesen ganzen Bauarbeiten habe ich Kopfschmerzen bekommen. Ich werde meine Torte schön vorsichtig und langsam dekorieren. Ich benutze dieses Glas und mache damit eine kleine Lego-Form. Das sieht doch schon mal gut aus. Bei mir läuft soweit alles perfekt. Ich mache hier einen kleinen Lego-Mann aus dem Kuchen. Hey, du bist schon wieder viel zu neugierig. Was macht Sandy? Schaut mal, mein Lego-Turm ist fertig. Gefällt er euch? Na, Tina, was sagst du zu diesen Torten? Oh, wow, das sieht ja perfekt aus. Was für ein toller Lego-Kran. Ups, der ist umgefallen. Na, okay, probieren wir mal. Das ist doch gar kein Kuchen. Wegen dir wären meine Zähne beinahe kaputt gegangen. Diese Torte sieht ja toll aus. Und schmeckt mega lecker. Sind diese Bausteine vielleicht essbar? Ich probiere mal. Tina, sei bitte vorsichtig. Nicht alle Bausteine sind essbar. Ihr habt mir schon wieder was vorgemacht. Ich nehme mir einfach eine Gabel und esse den letzten Kuchen. Der schmeckt ja lecker. Herzlichen Glückwunsch, Oma. Du hast gewonnen. Die kleine Tina wünscht sich ein Kinderjoy. Oh, was ist das denn? Ein Ei? Der Chefkoch hat sich bereits mit einer riesigen Form bewaffnet. Er wird was Unglaubliches machen. Und ich habe gerade eine Packung von Kinderjoy in der Speisekammer gefunden. Einfach mal öffnen. Kann die Oma sich vielleicht auch ein Ei nehmen? Vielen Dank. Was hast du denn mit diesem Ei vor, Oma?
Hast du etwa noch nie ein Kinderjoy probiert? Natürlich nicht. In meiner Jugend gab's sowas nicht. Da hatten wir nur normale Hühnereier. Aber diesen ganzen Schokoeier von Kinder ist was Neues. Aber ich habe schon eine Idee, wie ich diesen Kuchen angehen werde. Oma, hast du mir einfach alle meine Kinderjoys weggenommen? Sandy, bitte beruhig dich. Hier hast du ein bisschen Taschengeld. Davon kannst du dir was Neues kaufen. Puh, gerade noch mal gut gegangen. Also zurück zur Torte. Ich erhitze erstmal die Eierfüllung und gieße sie über meine Torte. Schau doch mal, was für ein hübsches Muster das ergibt. Und dekorieren tun wir die Torte mit den kleinen Kügelchen. Sieht doch schön aus. Was machst du denn da? Wieso klebst du so hartnäckig an meinen Fingern? Du nervst mich. Willst du vielleicht an der Torte kleben? Ups, ich habe gerade die Torte kaputt gemacht. Ich habe noch nichts dekoriert, aber schon alles kaputt gemacht. Ach komm schon, Kleines, das kann doch passieren. Beruhig dich. Ich bitte euch, meine Idee ist viel zu genial gegen mich. Habt ihr doch eh gar keine Chance. Ich packe meinen Kuchen in ein Schokoei. Der wird genauso aussehen wie ein Kinderjoy. Wir vergessen nicht die Milchschicht und vor allem nicht die Kügelchen. Die sehen doch richtig genial aus. Oh, einfach perfekt. Na, seid ihr fertig? Können wir weitermachen? Oh, Sandy hat irgendwie gar nichts geschafft. Aber die Oma hat ihr schließlich noch ein bisschen helfen können. Oh, wow, was für Torten. Ist das ein riesiges Kinderei? Ach du meine Güte, was ist das denn? Nee, das werde ich noch nicht einmal probieren. Zurück zu dieser Torte. Oh, wow, so viel Creme. Schmeckt einfach köstlich. Und jetzt muss ich unbedingt diese Torte vom Chefkoch probieren. Oh Mann, die ist ja ganz schön schwer. Ich bin nicht stark genug. Ups, sie ist hingefallen. Na okay, ich kann auch sowas probieren. Oh wow, das sieht einfach genial aus. Und schmeckt einfach wunderbar. Genau wie ein Kinderjoy. Chefkoch, du hast gewonnen. Wohlverdient. Was wünschst du dir diesmal, kleine Tina? Aha, einen Bananenkuchen? Oh, das kann ich schaffen. Ich mag Bananen. Als ich jung war, galten Bananen als Delikatesse. Sandy, machst du mir einfach nach? Nein, ganz und gar nicht. Ich esse bloß die Banane. Na, typisch Kinder. Also, Bananenkuchen sind kinderleicht. Ich brauche nur ein paar Bananen. Die schäle ich. Und jetzt schneide ich sie in Stücke. Jetzt lege ich sie in eine Form. Schön verteilen. Und obendrauf kommen noch ein paar Teigstreifen. So sieht ein echter Bananenkuchen aus. Schau mal, Chefkoch, gefällt dir das? Ach, das ist doch mega banal. Ich mache hier ein echtes kulinarisches Meisterwerk. Ich muss weiße Schokolade noch schmelzen lassen. Und jetzt kommt die geschmolzene Schokolade in mein professionelles Werkzeug. Und jetzt kommt der spaßigste Teil. Diese Banane bespritzen wir jetzt. Sieht genauso aus, wie ich es mir gewünscht habe. Perfekt. Oh, wow. Sieht ja fantastisch aus. Ich habe eine geniale Idee. Ich brauche einfach ein paar Oreo-Kekse, die ich zerkrümle. Fertig. Diese Krümel kommen jetzt in eine Schüssel. Ein bisschen Karamellsirup. Alles schön umrühren. Perfekte, leckere Schokokaramellfüllung, die ich einfach in eine Banane reinkippe. Oma, Chefkoch, sowas habt ihr euch nicht ausdenken können.
Oh, wow, Sandy, das sieht tatsächlich interessant aus. Und sei doch nicht so sauer. Deine Torte sieht wirklich aus wie eine Banane. Und das Klebeband hätte wirklich nicht sein müssen. Ist das überhaupt essbar? Ich weiß ja nicht. Sandy, das hast du toll gemacht. Also zurück zu meiner Torte. Ich muss meine Torte noch mit ein bisschen gelbem Marzipan verzieren. Sieht auch schon gleich wie eine echte Banane aus. Na, was sagt ihr dazu? Echte Banane. Nein, ich habe eine echte Banane. Nein, ich. Ach, kommt schon, ihr habt beide tolle Kuchen. Hier kommt meine Bananentorte. Oh nein! Oh, gerade noch mal gut gegangen. Wow, dieser Kuchen sieht tatsächlich viel besser aus. Es wird Zeit, die Torten zu probieren. Wo ist die dritte Torte? Na, wie auch immer. Ich fange mit dieser Bananentorte hier an. Sieht perfekt aus. Ich hoffe, dass das auch schmeckt. Mh, richtig gut. Und jetzt dieser Kuchen hier. Ich brauche eine Gabel. Sieht lecker aus. Ich frage mich, wie die schmeckt. Schmeckt super. Hm, wie soll ich denn nur einen Sieger wählen? Ich glaube, dieser Kuchen hier schmeckt besser. Ja, ich habe gewonnen. Sandy, aber das war eigentlich Omas Kuchen. Heißt das jetzt, dass ihr beide gewonnen habt? Na, wie auch immer.